Immer öfter höre ich das Wort Mindset. Ich suche nach dem richtigen Mindset. Hier bekommst du das richtige Mindset. Welches ist das perfekte Mindset? Und in diesem Video geht es darum, welches das perfekte Mindset ist im Bereich der Spiritualität und was im Bereich Spiritualität die Besonderheit ist, wenn es um das Thema Mindset geht. Schön, dass du wieder hier bist. Und ich möchte nicht lange drum herum reden, sondern zuerst mit einer These anfangen, die sehr viele Leute in dem Bereich Spiritualität vermutlich schockieren wird. Aber es hilft nichts. Und darum fange ich direkt damit an. Es gibt kein spirituelles Mindset. In der Spiritualität geht es um so ziemlich das Gegenteil von dem, was man im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung das richtige Mindset nennt. Aber wie komme ich darauf und warum ist das überhaupt so? Wenn wir uns das Wort Mindset angucken, dann geht es beim Wort Mindset darum, dass wir unseren Mind, also unseren Verstand, richtig setten, also richtig einstellen. Der Punkt im Kontext der Spiritualität ist aber, dass einer der tiefsten und grundlegendsten Erkenntnisse im Bereich der Spiritualität ist, dass die Erkenntnis, dass du nicht dein Mind bist, die Erkenntnis, dass du eben nicht dein Verstand bist. Und jetzt kommen viele an, und ich kann mir vorstellen, dass viele Zuschauer, gerade die Akademiker vielleicht oder Leute, die sehr, sehr kognitiv unterwegs sind im Tag, vielleicht sehr viel am Denken sind auch, jetzt sagen, okay, das ist komisch und alle reden immer von Mindset und es geht doch nur darum, das richtige Mindset zu haben. In vielen Bereichen des Lebens ist das der Fall, aber nicht im Bereich der Spiritualität. Denn dein Mind, dein Verstand ist ein wundervolles Werkzeug, solange wie du es benutzt, weil du gewisse Ergebnisse in deinem Leben erzielen willst, weil du irgendwelche Dinge planen willst, weil du mathematische Aufgaben lösen willst. Es ist wunderbar nützlich und hilfreich, eben deinen Verstand zum Lösen dieser Dinge zu benutzen. Es wird aber dann zur Qual in dem Moment, wo du zum Opfer wirst deines Verstandes, das heißt, wo dein Verstand eben dich beherrscht und dafür Sorge trägt, dass es dir schlechter geht als vorher, weil du dir beispielsweise Sorgen machst über die Zukunft, die nie kommen wird, oder Dinge bereust aus der Vergangenheit, die bereits geschehen sind. Es gibt dieses sehr ironische, aber wundervolle Zitat in dem Kontext von Mark Twain, der einmal geschrieben hat: Ich bin ein alter Mann und habe viel Schreckliches erlebt. Zum Glück ist das meiste davon nie eingetroffen. So, und es klingt natürlich im ersten Moment paradox, aber genau das ist der springende Punkt. Denn in dem Moment, wo du dir Sorgen machst beispielsweise oder Dinge bereust aus der Vergangenheit, in dem Moment erlebst du im Hier und Jetzt die Dinge biologisch gesehen real. Wenn du beispielsweise auf dem Weg bist zum Bahnhof und du musst einen Zug bekommen und auf einmal machst du dir Sorgen und hast Angst, dass du den Zug verpasst, dann wirst du wahrscheinlich anfangen zu schwitzen, du wirst wahrscheinlich Cortisol ausschütten als Stresshormon und faktisch weißt du ja in dem Moment gar nicht, ob du gleich am Bahnhof ankommst und in den Zug einsteigen kannst und den ganz normal nehmen kannst. Ne? Aber trotzdem hast du im Vorfeld schon den Stress und erlebst den Stress auch real, obwohl ja so gesehen noch gar nichts Schlimmes passiert ist. Und genau dasselbe zum Beispiel, wenn es um das Thema geht. Ich höre viele Leute sagen, ja, ich habe das richtige Mindset im Bereich Spiritualität, ich denke jetzt nur noch positiv. Und das ist auch eine Sache, die sehr schwierig zu beurteilen ist, denn ich möchte hier ein, zwei Beispiele nennen, und zwar die Kehrseite der Medaille nennen, über die selten gesprochen wird. Angenommen, da ist jemand überdurchschnittlich übergewichtig, so, also wenn er sich damit wohlfühlt, ne? Soll er tun, alles cool, oder Ästhetik ist sowieso, ne, komplett subjektiv. Aber wenn er wirklich gesundheitlich darunter leidet, er kann keine Treppe vielleicht mehr hochgehen, ohne dass er irgendwie ein Sauerstoffzelt braucht und so weiter. Das Körperfett setzt ihm wirklich zu, die Organe und so weiter.
In dem Moment ist das ja so ein Punkt, wo man auf seine Situation gucken könnte und sagen könnte, okay, ich leide darunter, ich sollte was ändern. So, jetzt gibt es aber im Bereich der Spiritualität Leute, die sagen, nein, ich fühle mich schlecht, wenn ich darüber nachdenke und darum tue ich das nicht, denn das wäre negativ und mit Negativität habe ich nichts mehr zu tun, denn ich bin jetzt spirituell und sehe nur noch die positiven Dinge in meinem Leben. Und darum werde ich jetzt eine Pizza essen, denn dann fühle ich mich gut und das ist das, worum es geht. Das ist auch im Kontext der Spiritualität natürlich alles andere als das, worum es geht. Denn im Bereich der Spiritualität geht es darum, die Dinge weder positiv zu sehen noch negativ zu sehen, sondern, und das habe ich lange nicht verstanden, die Dinge zu sehen, wie sie sind. So, und das ist sehr schwierig, denn wir neigen dazu, Dinge schlimmer zu machen, als sie eigentlich sind, oder schöner zu machen, als sie sind. Sprich, wir geben den Dingen im Außen oft Bewertungen. Ne? Das beste Beispiel ist das Wetter. Wir sagen, oh, es ist aber schönes Wetter oder oh, es ist aber schlechtes Wetter. Es ist Wetter. Ne? Es gibt kein schönes und schlechtes Wetter. Das Wetter hat sich auch noch nie Gedanken darüber gemacht, ob es schön ist oder schlecht ist. Wenn es regnet, ist das sehr schön für die Blumen und für die Pflanzenwelt. Und ne, also diese Bezeichnung schönes Wetter, schlechtes Wetter ist etwas, was wir aus unserem Verstand der Sache im Außen geben. Der Himmel selbst, der macht sich keine Gedanken darüber, ob das gut oder schlecht ist. So, das heißt, wir bezeichnen diese Sachen und geben den Dingen Bewertungen. Und mit den Bewertungen, denen wir diesen Sachen geben, empfinden wir und erleben wir diese Sachen im Außen. So, und genau dasselbe Spiel übrigens mit positives Denken ist, da ist beispielsweise eine Frau, Mitte 30, seit 7 Jahren in einer unglücklichen Beziehung. So, und sie beschäftigt sich jetzt seit einiger Zeit mit Spiritualität und sieht diese Beziehung und es fühlt sich nicht gut an für sie, aber in dem Moment, wo sie merkt, hey, ich fühle mich nicht gut, als Folge davon, dass die Beziehung einfach nicht wirklich schön ist, seit einiger Zeit, obwohl sie bereits einige Gespräche geführt hat und sehr lange schon daran gearbeitet hat, bekanntlich gehören zwei zu einer Beziehung, anstatt dass sie dann sagt, okay, ich muss an mich denken, ich habe zu lange probiert, ich habe alles gegeben, es fühlt sich nicht richtig an, ich komme nicht weiter, ich muss mich aus dieser Situation lösen, sprich die Dinge sehen, wie sie sind, würde diese Frau vielleicht sagen, ja, das ist vielleicht nicht schön und das ist vielleicht nicht schön, aber ich verstehe mich zum Beispiel gut mit seinen Eltern und wir sind ja auch schon sehr lange zusammen. Das hat ja auch einen Wert. So, das heißt, wenn diese Frau jetzt sagt, ich bin spirituell, ich sehe nur noch die positiven Dinge, dann würde sie genau Ewiges gegebenenfalls sehen. Das würde aber dazu führen, dass sie nicht ein positiver Mensch ist, sondern einfach die, ich sage das bewusst, negativen, in Anführungsstrichen, negativen Seiten verdrängt und nicht sehen möchte. Daran ist nichts Spirituelles. Verdrängung ist so ziemlich das Gegenteil von Spiritualität. Spiritualität ist eher Konfrontation mit den Schattenseiten und mit den Themen, die unbequem sind, und nicht ein Weggucken von den Dingen, die unbequem sind, und das mit etwas Positives versuchen zu überschreiben. Das heißt, es gibt im Bereich der Spiritualität enorm viele Irrglauben und eins davon ist eben der Bereich Mindset. Denn ich hatte eben erwähnt, du solltest oder wir alle sollten wieder lernen, unseren Verstand als Werkzeug zu benutzen, anstatt uns von unserem Verstand benutzen zu lassen. Und der oder einer der Möglichkeiten, wie du eben da rauskommst, wie du diese Erkenntnis wirklich findest, dass du nicht dein Verstand bist, sondern deinen Verstand hast, ist, wenn du der Frage auf den Grund gehst, wenn ich beobachten kann, was ich denke, wenn ich meinen Verstand beobachten kann, dann kann ich unmöglich gleichzeitig meine Gedanken sein. Denn du kannst nicht gleichzeitig die Sache sein und der Beobachter dieser Sache.
Du kannst nicht aus dem Gedanken heraus deinen Gedanken beobachten. Das heißt, offenbar ist da irgendwas in dir oder du bist etwas, was größer ist als dein Verstand, was größer ist als deine Gedanken, was dazu führt, dass du eben jene beobachten kannst. Und genau diese Erkenntnis ist das, worum es geht in der Spiritualität. Und wenn du deinen Verstand beobachten kannst und diese tiefe innere Erfahrung gemacht hast, dass du die Identifikation trennen kannst mit deinem Verstand, weil du weitaus mehr bist als dein Verstand. Und diese Erfahrung geht es im Kern in der Spiritualität und darum macht es keinen Sinn, im Kontext der Spiritualität über das richtige Mindset zu reden. Denn auf der Ebene der Spiritualität, auf den Ebenen der tiefen Erfahrung, brauchen wir unseren Verstand nicht irgendwie in die Richtung zu lenken oder in die oder irgendwie richtig einzustellen, denn wir müssen eine Erfahrung machen, die jenseits des Verstandes ist und weit darüber hinausgeht. Ich habe viele Videos dazu gemacht, wie das funktioniert. Wenn du aber noch mehr davon wissen willst und eine detailreichere Anleitung haben willst, dann klicke unter dem Video auf den Link aufs Life Transformation Coaching, denn das ist nichts anderes als eine komplette Schritt-für-Schritt-Anleitung im Kontext der Spiritualität, damit eben genau du diese Erfahrungen machen kannst und dich von dieser Identifikation mit deinem Verstand lösen kannst. Kurze Anekdote noch dazu. Wenn du dieses Video bis hierhin gesehen hast und du bist jemand, der wie gesagt sehr kognitiv unterwegs ist, dann kann es passieren, dass du gleichzeitig sehr kritisch bist, was sehr gut ist. Ja, das bin ich selbst auch. Und ich rede über nichts, was ich nicht selbst erlebt oder erfahren habe. So, von ganz vielen Menschen jedoch, die genauso sind, höre ich oft Folgendes. Meditation ist zum Beispiel eine Sache, die funktioniert bei anderen, bei mir nicht. Dann frage ich, okay, wie kommt denn das? Dann sagen die, ja, ich setze mich hin und ich habe einfach durchgehend Gedanken im Kopf und so weiter. Ich sage, was denkst du denn dann? Die sagen, ja, ich setze mich hin, warte und dann denke ich mir, ja, was soll das hier überhaupt? Das bringt für andere was, aber nicht für mich. Ich könnte meine Zeit viel produktiver nutzen. Ich sitze hier einfach rum, das hat überhaupt gar keinen Effekt auf mich und so weiter und so fort. So, und dann muss ich immer schmunzeln, denn eines der Hauptziele der Meditation ist eben die Trennung und das Überwinden von diesen Gedanken und das Erkennen der Stille dahinter. Und weil diese Menschen oftmals, die sehr klug sind, wie vielleicht auch du, ihrem Verstand verhaftet sind, hören sie auf diese Gedanken, das bringt doch nichts, das macht doch keinen Sinn für mich, ich könnte die Zeit viel produktiver nutzen, ich könnte viel effektiver und effizienter sein jetzt in der Zeit, hören sie auf diese Gedanken und hören eben auf zu meditieren, obwohl diese Trennung ja genau der Zweck ist, den wir mit Meditation an sich bezwecken wollen. Das heißt, genau diese Menschen sind eigentlich prädestiniert dafür, länger zu meditieren, denn kognitiv sind diese Menschen oftmals schon super fit, nur auf der spirituellen Ebene eben noch nicht. Und genau dasselbe Spiel ist es wie mit dem Mindset, worüber ich hier in diesem Video gesprochen habe, warum es auch überhaupt keinen Sinn macht, ein spirituelles Mindset zu suchen oder auf Menschen zu hören, die dir sagen, dass es das perfekte spirituelle Mindset gibt. Denn im Bereich der Spiritualität gibt es das nicht. Schön, dass du bis hierhin dabei warst. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und sag bis zum nächsten Video. Adios.